So, wir sind wieder beim Tic-Tac-Toe-Spiel und wählen eine alternative Datenstruktur. Jetzt werden die neuen Felder über eine eindimensionale Datenstruktur kodiert, die mit den Indexen 0, 1, 2 und so weiter bis 8 die einzelnen Felder adressiert. Also nicht mehr über die zwei Indizes, sondern über einen einzigen Indiz, so dass jetzt das Feld, wenn wir wieder auf Board uns anschauen, durch eine Folge von 9 Nullen, damit ist leer, 0 war leeres Feld, durch eine Folge von 9 Zahlen, hier in dem Fall 9 Nullen, kodiert wird. Das verändert die Möglichkeiten, wie wir mit dem Feld arbeiten können. Schauen wir uns erst noch an, wenn wir hier Board laufen lassen, die bekannte Ausgabe, jetzt nur anders dargestellt. Jetzt schreiben wir uns wieder die Show-Funktion, die Board als Variable entgegennimmt, die uns das Brett in der gewohnten Art und Weise ausgibt, die drei Reihen übereinander. Das passiert über diese Vorschleife, die den Index nimmt. Die 0, 3, 6, das sind, wenn Sie hier oben schauen, 0, 3, 6, die Startindizes der jeweiligen Reihen. Das im Printstatement ist eine Formatierungsanweisung, also ein vorgegebenes Template. In die geschweiften Klammern werden hier Board I plus 1 und I plus 2 eingefüllt. Soweit, so gut. Jetzt stellt sich die Routine für 3 in einer Reihe alternativ einmal ganz anders dar. Sie sehen, was ich hier gemacht habe. Wieder die Routine. 3 in a row nimmt das Board entgegen. Jetzt gehen wir die einzelnen Reihen durch. Hier ist jetzt Row gemeint, nicht nur die waagerechten Reihen. Alle 8 Möglichkeiten sind damit gemeint für 3 in Reihe, 3 in a row. Die oberste Reihe, 0, 1, 2. Die zweite Reihe von oben waagerecht, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, 8 und so weiter. Die Diagonalen, wir schauen es doch nochmal oben an. 0, 1, 2 wäre eine, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die andere, das kann ich mit der Maus nicht so schön markieren, 0, 3, 6. Die nächste senkrechte, 1, 4, 7. 2, 5, 8, das verstehen Sie. Und 0, 4, 8 ist die eine Diagonale und 2, 4, 6 die andere. Diese ganzen Möglichkeiten, sehen Sie hier hinten nochmal, 0, 4, 8, 2, 4, 6. Ich habe also alle 8 Möglichkeiten für 3 in Reihe, die Indizes dafür angegeben und laufe jetzt durch im Vorschleifenrumpf jeweils die Indizes und bilde darüber die Summe der darin enthaltenen Spielsteine. In Python ist dieser Ausdruck eine List Comprehension. Wir sagen für alle i in dieser Reihe, also dieser 0, 1, 2 oder 3, 4, 5, wir gehen diese ganzen Indizes durch, listen alle Werte von dem Board dort auf, bilden darüber die Summe. Das ist schon fest eingebaut in Python. Wieder gibt es jetzt, wenn 3 in Reihe sind, entweder eine 3 oder eine minus 3, bilden den Absolutwert davon und vergleichen den mit 3. Wenn das also der Fall ist, geben wir, wie vorhin auch, einfach das erste Element der entsprechenden Reihe zurück. Row 0 ist also jetzt nicht das Brett 0, Board 0, sondern von diesen Reihenangaben immer der erste Index. So, und davon geben wir den Wert zurück und dann kommt da 1 oder minus 1 zurück. Finden wir keine 3 in Reihe, dann return 0. Diese Routine lassen wir mal gerade laufen. Sie sehen, 3 in a row für das Board da oben gibt natürlich nichts zurück. Es wurden keine 3 in Reihe gefunden. Setzen wir mal folgende Spielsituation: die minus Einsen in der letzten Reihe senkrecht. Machen jetzt 3 in a row und dann wird natürlich minus 1, also es gibt einen Sieger hier 3 in Reihe, die minus 1 gibt auch an Wer. Unsere Testfälle aus dem Video davor hier wieder zu sehen, alle anders formuliert, weil wir eine andere Datenstruktur wählen
Und auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, nur eine Plausibilitätskontrolle unserer Tests, ob das ganze Schema wieder funktioniert, ob unser Programm läuft. Im nächsten Video gibt es eine Optimierung, ein kleiner Kniff und ein alternatives Vorgehen, wie wir auch noch 3 in Reihe checken können.